Im heutigen Ausblick auf die Märkte geht es um die Zölle und den sogenannten September-Effekt. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche und eben im September. Was es mit diesem September-Effekt auf sich hat, das werde ich hier gleich mal thematisieren. Wir kommen aber erstmal zu den Zöllen, denn diese sind jetzt am Wochenende in Kraft getreten. Die USA erhöhen die Zölle, China mit Gegenzöllen und damit ist trotz 7.328 Hoffnungsrallies, dass der Handelskrieg bald beendet sein wird, eben die Faktenlage, die, dass die ganze Geschichte sich weiter aufspult. Tit for tat, wie die Amerikaner sagen. Du machst das, dann mache ich das, dann machst du wieder das, dann mache ich wieder das. Und genau das sind die derzeitigen Fakten, die eben jetzt der Fall sind. Und das ist eigentlich von den Märkten nicht so richtig eingepreist, hat man das Gefühl. Deswegen sahen wir heute Nacht in Asien, vor allem zur Börseneröffnung, doch einige schärfere Rücksetzer an den Märkten hier. Besorgte Aussagen auch von US-Konzernen in diesem Artikel. Aber wir haben dann eben auch Aussagen von Donald Trump zu diesem ganzen Konflikt. Der sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich mit Xi Jinping mal sprechen werde, aber die Gespräche mit China, die laufen noch. We are going to win the fight. Wir werden den Kampf gewinnen. Das Meeting mit China, mit der chinesischen Delegation, ist noch nicht gecancelt oder ist nicht gecancelt. Wir haben eine unglaublich gute Verhandlungsposition. Aha, das ist also das, was Donald Trump immer wieder vor sich herführt. Aber er hat eine unglaublich schlechte Verhandlungsposition, denn wenn die ganze Geschichte so weitergeht, dann wird es schwierig für Donald. Er sagt gleichzeitig hier, dass die Situation in Hongkong auch es gibt eine wichtige Verbindung zwischen den Handelsgesprächen und der Entwicklung in Hongkong. Und würde es die Handelsgespräche nicht geben, dann würde China wahrscheinlich viel härter in Hongkong eingreifen. Naja, das kann sein, weiß man nicht. Jedenfalls ist die Aussage, dass China in einer schlechteren Verhandlungsposition ist, natürlich alles andere als richtig, denn die US-Wirtschaft, die zeigt Schwächezeichen. Und wenn die Wall Street noch mit ab säuft sozusagen, dann wird es schwer für Donald. Und wir haben das jetzt gesehen nochmal beim Verbrauchervertrauen in den USA, das ich Ihnen hier zeigen will. Nee, das ist es nicht, sondern hier Consumer, die sagen in der Umfrage der Universität Michigan, die jetzt am Freitag in der letzten Veröffentlichung nochmal veröffentlicht wurde, da fürchten die Amerikaner vor allem den Zollstreit und sie fürchten vor allem den Fiscal Cliff, also die fiskalische Klippe. Das sind zwei Hauptsorgen der Amerikaner jetzt. Die Zölle fürchten sie, weil sie jetzt beginnen langsam zu spüren, dass die Kosten nach oben gehen. Und die fiskalische Klippe meint, dass am Anfang der Steuerreform, als diese in Kraft trat, das für die Leute, für die normalen Privatleute gut war. Dann aber mit zunehmender Dauer jetzt die Steuern eben steigen für die Amerikaner. Und das schafft derzeit eine Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Situation. Wir haben das erste Mal, seit Donald Trump im Amt ist, laut einer Umfrage einer Universität, die Lage, dass die Amerikaner mehrheitlich mit der wirtschaftlichen Lage unzufrieden sind. Und das wird natürlich dem Präsidenten angekreidet, weil man sagt, naja, du hast ja diesen Zollstreit angefangen, diesen Handelskrieg angefangen, da bist du selber schuld. Das sind übrigens vorwiegend weiße Frauen, die mehrheitlich noch 2016 Trump gewählt haben, die sich von ihm abgewendet haben. Ich hatte vorhin aber auch gezeigt den September-Effekt und hier sehen wir, dass eine statistische Auffälligkeit herrscht, dass der September der schlechteste Börsenmonat ist, nicht nur an der Wall Street, sondern global gesehen. Wir haben immer wieder das Phänomen, dass der S&P, dass die großen Indizes im September Schwierigkeiten haben, auch wenn dieser September-Effekt, wie hier Investopedia schreibt, nicht mehr so häufig mit krassen Abverkäufen einhergeht wie in der Zeit vor 1990. Eine These ist hier, ja, möglicherweise verkauft man dann schon im August oder verkaufen einige schon im August, um dann nicht kalt erwischt zu werden im September. Es gibt eigentlich keine vernünftige Erklärung dafür, warum dieser September-Effekt so ist. Wir haben etwa beim S&P 500 etwa 1%. Minus 1% ist die durchschnittliche Performance bei den anderen US-Indizes ähnlich. Das gilt auch dann eben für andere Leitindizes wie etwa den DAX. Wir haben dann auch die Situation, was ich hier zeigen wollte, wenn ich sie denn finde, dass wir jetzt maßgeblich schon Marktkapitalisierung verloren haben im August. Also da ist durchaus was rausgespielt worden, die US-Märkte negativ.
Wir haben hier trotzdem die Situation, dass etwa die Outperformance der US-Aktien gegenüber europäischen Aktien auf einem 70-Jahres-Hoch ist. Also das ist schon ein bisschen krass. Die US-Märkte sind sehr, sehr teuer im Vergleich zu anderen Märkten, haben all das noch nicht eingepreist an negativen Potenzialen, die wir derzeit haben. Anders als die europäischen Märkte. Wir haben die Situation am Freitag gesehen, dass der handelsgewichtete Dollarindex auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Das ist das, was die Märkte neben diesem ganzen Handelskrieg so stark verunsichert derzeit. Denn weitere Dollarstärke ist schmerzhaft, ist für diejenigen schmerzhaft, die in Dollar verschuldet sind. Und wir haben jetzt Ausflüsse von Kapital gesehen, vor allem aus osteuropäischen Ländern, die eigentlich gut dastehen. Vielleicht angesteckt durch diese ganze Geschichte mit Argentinien, weiß man nicht. Argentinien jedenfalls hat Kapitalkontrollen jetzt eingeführt. Man kann also nicht mehr frei Devisen tauschen, wenn man Argentinier ist. Das zeigt, dass die Nervosität immer größer wird, dass da möglicherweise was kommt. Wie gesagt, heute Feiertag in den USA, Labor Day. Wir haben keine wirklich großen Termine hier auch in Europa. Die letzte Veröffentlichung der Einkaufsmanager-Indizes, normalerweise nichts, was die Märkte nochmal wirklich hinterm Ofen hervorholt. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500, der mit einem Gap nach unten eröffnet hat heute Nacht, sich jetzt allerdings wieder etwas erholen kann, 2913. Wir sind aber am Freitag eben schon zum fünften Mal jetzt hier gescheitert an dieser Zone 2940, 2950. Unten der Boden ja bei 2820. Was wird der DAX aus der ganzen Geschichte machen? Wird man da reagieren auf die Wahlen jetzt Brandenburg-Sachsen mit den doch deutlichen Zugewinnen der AfD? Aktuell der Index 11.925. Wir haben den Euro nach wie vor schwach bei 1.0988. Wir sehen das Gold, das heute Nacht kurz über die 1530er Marke geschossen ist. Jetzt wieder ein bisschen zurückkommt, 1525, und das amerikanische Crude Oil nur noch bei $55,01. Also das ist die Situation. Wir haben die Zölle jetzt in Kraft. Das hatten sich die Märkte irgendwie anders vorgestellt. Damit sind eigentlich die Rallyes, die immer aufgrund dieser Hoffnungsaussagen passieren, obsolet. Wir haben auf der anderen Seite den September-Effekt. Mal sehen, was die Märkte diesmal draus machen, ob sie sich diesem September-Effekt entziehen können. Heute dürfte die ganze Geschichte, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, eher ruhig verlaufen. Man wird auf die Zölle reagieren, aber ohne die Amerikaner ist natürlich deutlich weniger los. Ich wünsche gleichwohl einen guten Start in diesen Montag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Tschüss.